Seid ihr bisher gut durch die Finsternissaison gekommen? Am 2. Oktober wartet jetzt sozusagen der krönende Abschluss mit der Sonnenfinsternis, die zugleich ein ganz wichtiger Beziehungsneumond ist. Sie bringt uns in Kontakt mit unserem Karma, aber vielleicht auch mit einem Seelenpartner. Gleichzeitig wird Transformationsplanet Pluto die nötigen Veränderungen auf den Weg bringen. Wie sich das und die übrigen Konstellationen des Monats auf euer Sternzeichen auswirkt, darum geht es in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast zum großen Monatshoroskop im Oktober 2024 für die 12 Sternzeichen und Aszendenten. Wann euer Sternzeichen in diesem Video genau dran ist, das erfahrt ihr unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Da sind alle Timecodes aufgelistet. Bitte scrollt dazu bis unter den Horoskope-Shop. Die Sonnenfinsternis am 2. Oktober ist wie ein Spiegel, in dem sich eure Vergangenheit zeigt, euer Karma, aber vielleicht auch ein Seelenpartner, mit dem euch ein geheimes Band aus der Vergangenheit verbindet, vielleicht sogar aus einem vorherigen Leben. Wie sie für euer Sternzeichen bzw. den Aszendenten wirkt, das erfahrt ihr gleich in den Sternzeichen-Horoskopen. Aber nicht nur die Sonnenfinsternis entfaltet starke Wandlungskräfte, auch Transformationsplanet Pluto hat diesen Monat eine besonders intensive Wirkung, denn er wird Mitte des Monats stationär und dann wieder direktläufig. Das heißt, die Kräfte des Wandels sind am Werk und können dabei sogar einen ziemlichen Druck ausüben, wenn man sich dagegen sträubt, nötige Veränderungen in Angriff zu nehmen. Deshalb möchte ich euch in meiner neuen Rabattaktion das große Pluto-Horoskop ans Herz legen. Es heißt, so transformierst du dein Leben und bietet euch einen ganz persönlichen Ausblick auf eure langfristigen, wichtigen Wandlungsprozesse im Leben. Aber nicht nur das, ihr erfahrt darin auch, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Der Pluto-Report gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet ihn jetzt mit 10% Rabatt mit dem Gutscheincode Pluto10. Nähere Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Unser glücklicher Gewinner heute braucht sich das Pluto-Horoskop nicht mehr zu kaufen. Das hat er nämlich im September-Gewinnspiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Alexander Strecker. Bitte schreib uns eine E-Mail unter service@antonialangsdorf.com, damit wir dir deinen Pluto-Report zusenden können. Und Dankeschön für dein nettes Feedback. Ich habe mich voll gefreut, dass dir mein Shirt, das ich letztes Mal getragen habe, so gut gefällt. Und das war dieses hier. Das Sternen-T-Shirt, was ich selbst designt habe. Ich habe dazu auch schon einige andere nette Kommentare bekommen. Deswegen hier mein Tipp: Ihr könnt dieses Shirt und außerdem auch noch weitere Designs und Sternzeichen-Poster bei mir im Spreadshop kaufen. Der Shop ist direkt hier bei YouTube verlinkt. Und das Sternen-Shirt verlinke ich euch auch nochmal extra unten in der Videobeschreibung. Gleich kommen wir zu euren Horoskopen im Monat der Sonnenfinsternis. Zusätzlich habe ich zu diesem wichtigen Ereignis auch noch einen Livestream geplant, nämlich am 1. Oktober. Notiert euch das doch schon mal am besten und abonniert meinen Kanal und aktiviert das Benachrichtigungsglöckchen, denn dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn der Livestream losgeht und überhaupt, wenn ich ein Video hochlade. Und das Kanalabo braucht ihr auch, wenn ihr am nächsten Gewinnspiel teilnehmen wollt. Es geht ja schon wieder aufs Jahresende zu und aus diesem Grund verlose ich eine persönliche Jahresvorschau mit euren Tendenzen für die nächsten 12 Monate ab der Bestellung und eurem persönlichen Geburtstagshoroskop. Um teilzunehmen, braucht ihr nur meinen Kanal zu abonnieren und postet mir bitte hier einen netten Kommentar. Bevor wir gleich zu euren Sternzeichenhoroskopen kommen, habe ich hier noch einen wichtigen Hinweis. Wenn wir über die Sternzeichenhoroskope reden, dann kann ich dort immer nur die Tendenzen für euer Sonnenzeichen deuten. Das ist nämlich das Sternzeichen. Wenn ihr euren Aszendenten wisst, könnt ihr den auch nachschauen. Aber ihr habt ja auch noch ein Mondzeichen, ein Venuszeichen, ein Marszeichen und vieles mehr in eurem persönlichen Horoskop. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann kann ich euch weiterhelfen. Besucht mich auf Instagram und kommentiert Horoskop. Dann erhaltet ihr kostenlos einen schnellen Überblick darüber, wo alle eure Planeten stehen.
Ich hoffe, das hilft euch weiter. Jetzt kommen wir aber zu den Sternzeichenhoroskopen und beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Erkenntnisse. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Spürt ihr schon, dass sich in eurem Leben wichtige Entwicklungen abzeichnen? Sogar eine neue Beziehung, ein Jobwechsel oder ein Umzug könnten jetzt in den Sternen stehen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt So transformierst du dein Leben und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Gleich am 2. Oktober ereignet sich euer wichtigster Beziehungsneumond des Jahres in der Waage und das ist zugleich eine Sonnenfinsternis, die in euer Partnerhaus fällt. Ihr erinnert euch vielleicht, der aufsteigende Mondknoten, der Schicksalsanzeiger, steht schon eine ganze Weile bei euch im Widder und das macht euch zu begehrten Persönlichkeiten. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass eure Meinung für andere besonders wichtig ist und dass ihr öfter zu Rate gezogen werdet. Und jetzt im Oktober könnt ihr sogar eurem Seelenpartner begegnen. Das kann richtig unter die Haut gehen und sehr gefühlsintensiv werden. Doch beachtet dabei, dass ein Seelenpartner nicht unbedingt auch ein Liebespartner sein muss. Auch jemand, mit dem ihr euch anfreundet oder vielleicht sogar ein Arbeitskollege, könnte sich als besonderer Mensch entpuppen, mit dem ihr eine wichtige Aufgabe im Leben zu erfüllen habt. Es ist aber auch gut möglich, dass ihr die Person bereits aus eurer Vergangenheit kennt und vielleicht sogar schon einmal geliebt habt. Diese Tendenz zeichnet sich schon seit 6 Wochen sehr intensiv ab und gipfelt eben jetzt in der Sonnenfinsternis am 2. Oktober. Deshalb nutzt diesen Neumond, um euren Beziehungsthemen eine Meditation oder ein Ritual zu widmen und eure zugehörigen Wünsche ans Universum zu senden. Die Sonnenfinsternis wirkt noch bis zu 6 Monate nach. Da kann also noch viel Spannendes passieren in eurem Leben. Am stärksten spürt ihr das, wenn ihr zwischen dem 27. März und dem 1. April Geburtstag habt. Dann könnte eine neue Beziehung, eine berufliche Veränderung oder ein Umzug in euren Sternen stehen, vielleicht sogar mehreres davon gleichzeitig. Aber wie gesagt, das muss nicht alles im Oktober passieren. Vielleicht ist es schon im Gange oder vielleicht ereignet es sich erst innerhalb der nächsten 6 Monate. Wichtig zu wissen ist für euch, dass wir zwischen dem 5. und dem 20. Oktober harte Aspekte mit Krieger Mars bekommen, die direkt auf die Widdersonne wirken. Damit es nicht zu Krach mit Familienmitgliedern oder Mitbewohnern kommt oder womöglich sogar mit jemandem Spannendem, den ihr gerade kennengelernt habt, kann es sehr nützlich sein, wenn ihr die 90-Sekunden-Regel übt, um in emotionalen Momenten schnell wieder in eure Mitte zu finden. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mit dem Vollmond im Widder am 17. Oktober beginnt ein günstiger Venus-Einfluss. Für euch ist das ein wichtiger Beziehungsvollmond und die Liebesgöttin schenkt euch dann Charme, Humor und eine Prise Abenteuerlust. Und in den nächsten 3 Wochen erlebt ihr in euren Beziehungen wieder mehr Leichtigkeit und Spaß. Vielleicht könnt ihr ein schönes Ritual oder eine Meditation nutzen, um euch darauf einzustimmen. Ab dem 23. Oktober, wenn die Sonne in den Skorpion geht, legen sich auch bei den Menschen in eurem Umfeld viele Aufregungen und Anspannungen wieder. Einige von euch haben wahrscheinlich im Oktober beruflich zu kämpfen, vor allem wenn ihr in den letzten Tagen des Widders Geburtstag habt. Dabei kann es darum gehen, wie viel Befugnisse und Einfluss ihr in eurer Position habt. In den kommenden beiden Monaten könnt ihr hier eine langwierige Entwicklung abschließen und eine gute Entscheidung für eure berufliche Zukunft treffen. Aufpassen müsst ihr allerdings in den letzten Oktobertagen, dass euer Temperament nicht mit euch durchgeht. Vielleicht könnt ihr euch zum 1. November einen Brückentag nehmen und über Halloween lieber feiern, als eine Auseinandersetzung auf der Arbeit zu riskieren. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.
Hallo, ihr beharrlichen Stiergeborenen und Stieraszendenten. Den ganzen Monat über geht es um die wichtigen Beziehungen in eurem Leben. Zusätzlich können die Sterne euch helfen, endlich fit zu werden oder auch euch gesundheitlichen Problemen zu stellen. Das schauen wir uns gleich näher an. Doch vorher möchte ich euch gerne auf meine aktuelle Aktion aufmerksam machen. Die ist besonders wichtig für euch, wenn es um Fragen der wahren Berufung geht. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Oktober ist für euch ein Monat mit sehr günstigen Energien und viel Raum für Liebe und Sinnlichkeit. Zu Monatsbeginn wird es allerdings erstmal so richtig intensiv. Der Neumond in der harmonischen Waage am 2. Oktober tritt dieses Mal nämlich als mächtige Sonnenfinsternis auf. Für euch geht es darum, alte Gewohnheiten zu überdenken und herauszufinden, welche Routinen euch wirklich noch gut tun und welche euch eher belasten. Vielleicht ist es an der Zeit, eure Arbeitsweise anzupassen, neue Methoden zur Stressbewältigung zu finden oder mehr Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Weil die Finsternis das Tor zur Vergangenheit öffnet, könnte es sein, dass ihr nochmal mit Ärzten oder Heilern in Berührung kommt, die ihr schon mal kennengelernt habt, aber deren Ansatz zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig zu euch gepasst hat. Um neue Routinen wie regelmäßige Meditationsübungen oder ein neues Sportprogramm einzuüben, eignet sich der Neumond auf jeden Fall. Ernährung ist ja sowieso ein Spezialthema für euch und auch hier könnt ihr jetzt neue Abläufe entwickeln. Bis zur Monatsmitte hat sich die starke Energie dann aufgelöst und es liegen Romantik und Sinnlichkeit in der Luft. Venus verwöhnt uns mit tollen Impulsen und ihr profitiert davon ganz besonders. Egal ob Single oder liiert, Dates stehen jetzt bei euch auf dem Pflichtprogramm. Wer auf der Suche ist, wird wahrscheinlich schneller fündig, als er Dating-App sagen kann. Und auch zwischen den Liierten unter euch knistert es sinnlich. Und wer glücklicher Single ist und gar kein Interesse hat, der kann auch ein anregendes Date mit dem besten Freund oder der besten Freundin verbringen. Aber es kann gut sein, dass der Kosmos im November andere Pläne mit euch hat, denn für viele Stiergeborene und Stieraszendenten ist es ein intensiver Monat, um sich zu verlieben. Tief unter die Haut geht es dann ab dem 17. Oktober, da haben wir nämlich den Vollmond im mutigen Widder, der euch den Weg zu Träumen und Visionen ebnet. Legt euch rund um den Tag auf jeden Fall Stift und Zettel neben das Bett. Ihr könnt jetzt wichtige Eingebungen im Traum erhalten und vielleicht auch ein verstärktes Bedürfnis nach Rückzug und Stille verspüren. Nehmt Rücksicht auf die Bedürfnisse eures Körpers und gönnt euch mehr Schlaf, wenn ihr das braucht. Einige Tage später, in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober, wandert die Sonne in euer Partnerhaus Skorpion und aktiviert erneut die Beziehungen in eurem Leben. Diese Phase ist jetzt auch wichtig, wenn es um eure Berufung geht. Termine mit dem Chef, Kunden oder Klienten könnt ihr gut in die nächsten 4 Wochen legen, gerade wenn es um Projektabnahmen vor dem Jahreswechsel geht. Ihr habt da jetzt ein glückliches Händchen und könnt mit neuen Ideen, die vielleicht auch ein bisschen unkonventionell sind, super punkten. Achtet nur in den letzten Oktobertagen ein bisschen auf euren Ton. Ihr könntet jetzt härter wirken, als ihr eigentlich wollt. Romantisch wird es dann zu Halloween, dem mystischen Samhainfest, denn der Neumond am 1. November fällt in euer Partnerhaus. Also feiert mit euren Liebsten hinein oder lernt jemanden kennen. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wissbegierigen Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten. Gleich zu Beginn des neuen Monats haben wir eine mächtige Sonnenfinsternis, die super günstig für euch steht. Eure Kreativität wird gefördert und in der 2. Monatshälfte stehen die Sterne auf Flirtkurs. Und auch Pluto lädt euch ein, genau hinzusehen. Und da kommt euch meine aktuelle Aktion bestimmt gelegen. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto.
Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt So transformierst du dein Leben und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Nach der Mondfinsternis Mitte September haben wir jetzt am 2. Oktober das Gegenstück, die Sonnenfinsternis in der gerechtigkeitsliebenden Waage. Für euch steht dieser Neumond sehr günstig und ihr solltet auf jeden Fall mit ihm arbeiten. Neben einer Meditation, die sich immer gut anbietet, wäre es für euch auch eine schöne Sache, die Finsternis kreativ zu zelebrieren, indem ihr den Malpinsel schwingt oder euch im Schreiben übt. Euch könnten auch Projekte wieder in den Sinn kommen, die ihr in der Vergangenheit vielleicht schon mal begonnen, aber nicht abgeschlossen habt. Es könnte darum gehen, eurer wilden, freien Seite Ausdruck zu verleihen, nicht nur durch Schreiben, auch durch Kunst, Tanzen oder Musik. Und dieser Kreativitätsschub kann noch einige Wochen oder sogar Monate anhalten. Grundsätzlich ist die Zeit bis zum 22. Oktober sehr angenehm für euch. Ihr könnt tolle Herbstaktivitäten mit euren Kindern oder anderen jüngeren Menschen in eurem Leben planen und fühlt euch sehr wohl in eurer Haut, besonders wenn ihr Freude am künstlerischen Ausdruck findet oder wiederentdeckt. Mitte des Monats baut sich ein neues Energiefeld auf, das ihr stark spüren werdet und von dem ihr ebenso profitieren könnt. Jupiter wechselt in die Rückläufigkeit und das in eurem Zeichen. Das bedeutet für euch, dass die Energie des kosmischen Wohltäters Mitte Oktober besonders stark ist. Und für alle Glücksritter unter euch, die den Himmel nach einem Zeichen abgesucht haben, um in die Aktion zu kommen, hier ist es. Achtung ist nur geboten, wenn ihr um die Monatsmitte herum einen Finanztipp von einem Freund oder Bekannten bekommen solltet. Da raten die Sterne zur Vorsicht. Wenn ihr Geld investieren wollt, solltet ihr bis zum Monatsende warten. Es kann aber auch gut sein, dass euch die Finanzen ab der Monatsmitte sowieso nicht so richtig interessieren, denn wir haben in der zweiten Oktoberhälfte super Venus-Aspekte, die euch besonders intensiv beleuchten, weil die Liebesgöttin in euer Partnerhaus wandert und euch zur Liebe einlädt. Das alles passiert gleichzeitig mit dem Vollmond am 17. Oktober im feurigen Widder. Da kann euch der Liebesblitz schon mal direkt im Fitnessstudio oder auf einer Geburtstagsfeier treffen. Aber auch andere wichtige Menschen, die nicht im romantischen Kontext stehen, könnt ihr jetzt leicht durch Freunde, Bekannte oder auch in Gruppen mit Gleichgesinnten treffen. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober wandert die Sonne in den tiefgründigen Skorpion und für euch stehen dann in den nächsten 4 Wochen Themen wie Gesundheit, Routinen und auch euer Job im Vordergrund. Das kann eine echt produktive Phase für euch werden. Wahrscheinlich geht es dann bei vielen von euch langsam auf den Jahresendspurt zu. Kundenmeetings und wichtige Termine können in den letzten Oktobertagen mit euren romantischen Interessen kollidieren. Ihr habt die Schreibtische voll, wollt aber eigentlich Zeit mit eurem Schatz oder dem neuen Flirt verbringen. Da hilft nur, strukturiert und genau zu sein. Das liegt euch ja normalerweise nicht so wirklich. Aber die Planeten helfen euch dabei, alles unter einen Hut zu bekommen. Und wenn ihr Feierabend gemacht habt, dann könnt ihr Ende Oktober sicher Samhain oder auch Halloween gemeinsam mit eurer Liebsten oder dem Liebsten zelebrieren und so kommt auch die Sinnlichkeit nicht zu kurz. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr gefühlvollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ein intensiver Monat liegt vor euch, der kosmische Unterstützung, aber auch Herausforderungen bereithält. Gleich zu Monatsbeginn haben wir eine Sonnenfinsternis und auch Transformator Pluto ist ein letztes Mal in eurem Partnerhaus unterwegs. Das schauen wir uns gleich näher an, aber zuerst wollte ich euch noch auf meinen Pluto-Report aufmerksam machen, der jetzt für euch besonders interessant ist, wenn es um euer Liebesleben oder um andere wichtige Beziehungen geht. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt So transformierst du dein Leben und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt.
Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats liegt bei euch viel Fokus auf eurer Familie, aber auch Lust und Erotik spielen eine große Rolle, denn der triebhafte Mars im Krebs steht bei euch im Zeichen. Singles, die jetzt auf der Suche sind, könnten auf kreativen Events jemanden treffen, aber auch Paare sollten gemeinsam neue Tiefen in ihrer Beziehung ausloten. Es kann sich lohnen. Gleich am 2. Oktober haben wir eine mächtige Sonnenfinsternis in der Waage, die euren Heimat- und Familienbereich aktiviert. Die Finsternis öffnet das Tor in die Vergangenheit. Das könnte für euch bedeuten, dass vielleicht jemand heimkehrt, der lange weg war, oder ihr nehmt wieder Kontakt zu jemandem auf, der euch sehr fehlt. Es könnte sein, dass es in der Vergangenheit ein Zerwürfnis mit einem Familienmitglied oder mit jemandem gab, mit dem ihr aufgewachsen seid. Und jetzt ergibt sich die Möglichkeit, sich auszusöhnen. Wir haben ja auch einen Tag später Feiertag und vielleicht ist die Einheit, die wir da feiern, etwas, das ihr auch in eurem privaten Leben integrieren könnt. Seid rund um diesen Neumond mit der Sonnenfinsternis auf jeden Fall sehr achtsam mit euch selbst und mit anderen und bleibt zum Beispiel über Meditation und Yoga in eurer inneren Mitte. Gegen Mitte des Monats habt ihr voraussichtlich eine anstrengende Phase. Das liegt daran, dass hier der Mars in eurem Zeichen harte Aspekte empfängt. Und zwar spielt sich das vermutlich in eurem Zuhause ab, aber vielleicht auch in euren Beziehungen. Die Woche vom 12. bis zum 17. Oktober ist hier besonders herausfordernd und ihr solltet gut aufpassen, dass eure Emotionen euch nicht überwältigen. Eure Nerven könnten recht dünn sein und Frust liegt in der Luft. Nehmt Warnzeichen ernst und redet am besten darüber, wenn es euch nicht gut geht. Sonst staut sich das an und dann knallt es zum Vollmond im impulsiven Widder am 17. Oktober. Der aktiviert euren Karriere- und Berufungsbereich. Hier kann es in diesen Tagen ruppig zugehen und es könnte sein, dass ihr euch schnell persönlich angegriffen fühlt. Übt am besten die 90-Sekunden-Regel, um unter Stress die Ruhe zu bewahren. Es ist nämlich auch die Verletzungsgefahr erhöht, wenn ihr abgelenkt seid oder hektisch werdet. Erholt euch und eure angespannten Nerven möglichst mit wenig Bildschirmzeit oder vielleicht auch Massagen, Spa oder Heilanwendungen. In der Nacht auf den 23. Oktober wandert die Sonne dann in den mystischen Skorpion und steht hier 4 Wochen sehr günstig für euch. Gerade wenn es in den letzten Tagen stressig war, findet ihr jetzt den Mut, für euch selbst einzustehen. Das könnte eine gute Gelegenheit sein, mal alles stehen und liegen zu lassen und für ein Wochenende nur das zu tun, was euch Spaß macht. Vielleicht sogar ein Wellness-Wochenende. Eure Familie weiß euch dann auch wieder mehr zu schätzen, wenn sie mal ein paar Tage ohne eure Aufopferung auskommen muss. Zu Halloween habt ihr dann sicher viel Spaß daran, mit euren Kindern das Haus zu dekorieren oder in einem schamanischen Ritual Samhain zu feiern. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charismatischen Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Eine Sonnenfinsternis erwartet euch gleich zu Beginn des Monats, die euch spannende Botschaften bringen kann. Vielleicht auch aus eurer Vergangenheit oder sogar einem vorherigen Leben. Auch Liebe und Spaß kommen nicht zu kurz. Gleich schauen wir uns das näher an, doch vorher habe ich noch einen Hinweis aus der Sternwerkstatt. Da geht es um Transformator Pluto und der hat große Pläne mit euch. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Oktober beginnt für euch mit sehr angenehmen Energien. Ihr seid sicher viel am Socializen und auf Veranstaltungen und Geburtstagsfeiern unterwegs. Mit euren Worten seid ihr sehr überzeugend und könnt anregende Gespräche führen und lernen fällt euch besonders leicht.
Euer Bedürfnis nach geistiger Anregung ist groß und das werdet ihr besonders in der ersten Oktoberwoche spüren. Gleich am 2. Oktober haben wir den Neumond in der charmanten Waage, der dieses Mal als mächtige Sonnenfinsternis auftritt. Diese Finsternis steht günstig für euch und gibt euch zu denken. Vergangenes taucht in eurem Geist wieder auf und ihr reflektiert vielleicht über eure zurückliegenden Beziehungen oder erhaltet sogar Nachrichten von jemandem, der euch einmal sehr nahe stand und findet das ziemlich aufregend. Achtet nur auf eure Worte, die haben jetzt große Macht. Am besten ihr sagt nur Dinge, die freundlich, notwendig und wahr sind. Weil die Sonnenfinsternis in die Vergangenheit ausgerichtet ist, könntet ihr Projekte fortführen, die ihr schon einmal begonnen habt und bei denen euch was dazwischen gekommen ist. Habt ihr zum Beispiel mal angefangen, ein Buch zu schreiben und es nie zu Ende gebracht? Vielleicht gelingt euch das nun in den nächsten Wochen und Monaten. Weil wir ja einen Tag später den Feiertag haben, könnt ihr in Erinnerungen schwelgen und darüber nachdenken, welcher Traum sich jetzt vielleicht erfüllen lässt. Auch Meditation tut eurem Geist jetzt gut, gerade wenn er ein bisschen unruhig sein sollte und ihr öfter, als euch lieb ist, in einem Gedankenkarussell kreist. In euren Beziehungen kommt es Mitte des Monats zu einem kosmischen Energiewechsel, wenn Pluto wieder direktläufig wird und damit auf euer Partnerhaus zusteuert. Wenn hier in der letzten Zeit das ein oder andere ein bisschen eingeschlafen sein sollte, dann kommen jetzt wieder Leben, Liebe und Lust in euer Leben. Für wichtige Gespräche, egal ob mit eurem Partner, engen Freunden oder auch geschäftlich mit Kunden und Kollegen, eignet sich die Zeit zwischen dem 9. und dem 13. Oktober besonders gut. Vielleicht packt euch zum Vollmond am 17. Oktober im feurigen Widder auch die Reise- oder Abenteuerlust und ihr fahrt ganz spontan auf einen romantischen Wochenendausflug mit eurem Schatz. Und für alle Singles unter euch, die gerne jemanden kennenlernen wollen, haben wir in der zweiten Monatshälfte super Venus-Aspekte, um sich zu verlieben. Gerade alle kreativen Aktivitäten, die in erster Linie Spaß machen, können auf den zweiten Blick auch gleichzeitig einen tollen Flirtpartner bereithalten. Und wer kann schon einem Löwen widerstehen, der auch noch in Flirtlaune ist? Tiefgründig und mystisch wird es dann in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober, wenn die Sonne das dunkle Reich des Skorpions betritt. Für euch beginnen dann 4 intensive Wochen mit Fokus auf den Heimat- und Familienbereich in eurem Horoskop. Halloween bzw. Samhain steht ja auch vor der Tür und im Idealfall habt ihr jetzt richtig Lust, es euch zu Hause gemütlich zu machen und die Wohnung schön schaurig zu dekorieren. Und spirituell ist es eine super Sache, sich zu Samhain mit den eigenen Ahnen zu verbinden. Der energetische Fokus wirkt hier sehr unterstützend. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr effizienten Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Der neue Monat bringt euch die Chance, etwas Wichtiges zu transformieren, besonders wenn es um finanzielle Themen und um euren Selbstwert geht. Außerdem haben wir super Liebesaspekte in der Monatsmitte und auch sonst ist so einiges los am Sternenhimmel. Gleich schauen wir uns das genauer an, doch vorher wollte ich euch noch auf meine aktuelle Aktion aufmerksam machen, bei der es um eure langfristigen Zukunftspläne geht. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Oktober geht es viel um euer Selbstwertgefühl und darum, wie weit ihr schon gelernt habt, euch mit euren guten und weniger guten Seiten anzunehmen. Der transformative Neumond in eurem Nachbarhaus Waage wird euch genau diese Frage stellen, weil er als intensive Sonnenfinsternis auftritt, und zwar am 2. Oktober. Die Finsternis öffnet ein Tor in eure Vergangenheit und es können jetzt Dinge passieren, die ihr vielleicht ursprünglich mit eurem eigenen Zutun ins Rollen gebracht habt.
Das ist genau das, was ich meine mit, ihr sollt zu Neumond den Samen für die Zukunft pflanzen. Für euch können jetzt solche Samen aufgegangen sein und ihr könnt die Früchte eurer harten Arbeit ernten. Ein anderes Thema, um das es jetzt gehen kann, ist das liebe Geld. Hinterfragt doch mal, wie eure Vergangenheit eure Einstellung zum Geld und Finanzen beeinflusst. Hat man euch vielleicht Glaubenssätze eingegeben, die dafür sorgen, dass ihr euch nicht wertvoll fühlt? Dann könnt ihr das jetzt erkennen und zu einer positiveren Einstellung zum Geld kommen. Darüber könntet ihr zu Neumond meditieren oder ein Ritual für inneren und äußeren Reichtum durchführen. Affirmationen, die euren Selbstwert stärken, wirken jetzt auch besonders gut. Bei Investitionen oder Anlagen würde ich euch raten, nur eurer eigenen Einschätzung zu vertrauen und euch nicht von anderen oder Freunden hineinreden zu lassen. Wenn es auf die Monatsmitte zugeht, haben wir einen kosmischen Energiewechsel, den ihr in eurem privaten, aber auch eurem öffentlichen Leben merken werdet. Es kann zum Beispiel in der Firma zu unerwarteten Richtungswechseln kommen. Aber lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, im Endeffekt wird es wahrscheinlich gut für euch ausgehen. Wer Single ist, wird von den tollen Romantikaspekten um die Monatsmitte profitieren, denn das ist eine super Zeit, um sich zu verlieben. Haltet mal im Verein oder auf Dating-Apps die Augen offen. Ihr seid sehr kommunikativ und könnt jetzt super ein paar Matches erhalten, die das Potenzial haben, dass mehr draus wird. Auch die Liierten unter euch profitieren von der romantischen und liebevollen Stimmung. Der Vollmond im feurigen Widder am 17. Oktober hat einen Hauch von Neuanfang in sich. Vielleicht findet ihr mit eurem Schatz endlich die Traumwohnung, die ihr schon lange sucht. Oder ihr fasst euch ein Herz und beginnt zum Beispiel eine Therapie oder besucht ein Breathwork-Seminar. Ihr habt jetzt die Kraft, um euch den Schatten eurer Vergangenheit zu stellen und das solltet ihr nutzen. Denn am 23. Oktober betritt die Sonne den tiefschürfenden Skorpion und wird euch von hier aus wie von Zauberhand zu magischen und therapeutischen Themen bringen, mit denen ihr euch in den nächsten 4 Wochen beschäftigt. Es kann im letzten Monatsdrittel ein paar Diskussionen mit den Damen in eurem Heim geben, seien es eure Töchter, Mitbewohnerinnen oder die Nachbarin. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, die Phase endet im November schon wieder. Zum Monatsausklang feiert ihr hoffentlich ein schaurig schönes Halloween oder zelebriert Samhain, um eure Ahnen zu ehren. Wer spirituell arbeitet, der kann sich auch gerne mal an Zaubersprüchen versuchen. Ich bin mir sicher, ihr habt da eine natürliche Begabung. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr kreativen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Große und wichtige Entwicklungen in eurem Leben stehen in den Sternen. Merkt ihr schon was? Habt ihr vielleicht schon jemand Tolles kennengelernt? Oder überlegt ihr, euch beruflich zu verändern? Das schauen wir uns gleich an. Doch vorher habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Gleich am 2. Oktober um 20.49 Uhr findet euer wichtigster Neumond des Jahres in der Waage statt. Und es ist zugleich eine Sonnenfinsternis, also etwas wirklich ganz Besonderes. Nehmt euch Zeit zu diesem Neumond, um über eure Wünsche für das neue Lebensjahr zu reflektieren. Dabei geht es um eure Beziehungen und um eure Gefühle, vielleicht auch solche, die ihr lange verdrängt hattet. Schamanin Lilith steht ebenfalls in der Waage und möchte, dass ihr eure wahren Gefühle und Instinkte wahrnehmt und sie als Teil eurer Persönlichkeit und eurer inneren Stärke willkommen heißt. Ein sehr guter Weg, um damit umzugehen, ist, kreativ zu werden und eure Gefühle künstlerisch auszudrücken. Oder gebt euch Musik, Tanz und Rhythmus hin. Das ganz Besondere an dieser Sonnenfinsternis ist aber, dass sie euch in Kontakt mit einem Seelenpartner bringen kann. Das kann ein neuer Liebespartner sein, aber auch eine Freundin oder ein Geschäftspartner. Jedenfalls ein ganz besonderer Mensch,
bei dem ihr spürt, dass ihr eine tiefe Verbindung und eine gemeinsame Aufgabe habt. Intensiv und inspirierend können auch eure bestehenden Beziehungen jetzt werden. Doch wenn ihr merkt, dass euch ein Partner nicht gut tut, dann kann es nun auch Zeit sein, die Konsequenzen zu ziehen. Am stärksten wirkt die Sonnenfinsternis auf euch, wenn ihr zwischen dem 30. September und dem 5. Oktober Geburtstag habt. Auch der Vollmond im Widder am 17. Oktober steht ganz im Zeichen von Partnerschaft und Beziehungsangelegenheiten. So könnt ihr dann noch einmal mit Ritualen oder Meditationen arbeiten, um eure Wünsche wahr werden zu lassen oder um neue Entwicklungen in eurer Partnerschaft zu vertiefen und zu festigen. Auf eurem beruflichen Weg habt ihr wahrscheinlich sehr viel zu tun und müsst wichtige Entscheidungen treffen. Vielleicht genau um die Monatsmitte herum, wenn es auf Vollmond zugeht. Dann ist es wichtig, dass ihr euch nicht von Emotionen überwältigen lasst, sondern einen kühlen Kopf bewahrt. Denn Situationen im Job können jetzt durchaus anstrengend oder hitzig sein. Damit ihr die Phase gut übersteht, empfehle ich euch, die 90-Sekunden-Regel zu üben. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Insgesamt denke ich aber, dass viele der aktuellen aufregenden Entwicklungen günstig für euch verlaufen werden. Denn ihr habt Glücksplanet Jupiter auf eurer Seite und deswegen solltet ihr Veränderungen ganz mutig angehen. Schiebt jetzt nichts auf die lange Bank, sondern erledigt so viel, wie ihr könnt, und zwar am besten noch während der Waagesaison. Bis zum Vollmond am 17. Oktober habt ihr außerdem gute Finanzaspekte. Da solltet ihr nicht lange warten und Gelegenheiten beim Schopf packen. Mit dem Vollmond beginnen drei schöne Wochen mit der Liebesgöttin Venus. Es fällt euch dann leicht, inspiriert und liebevoll zu kommunizieren. Das lindert auch die berufliche Anspannung, die dann vielleicht in der Luft liegt und ist günstig für alle Waagen, die im Job mit Wort, Text, Verkauf, Lernen und Kommunikation zu tun haben. Am 23. Oktober um 0.14 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen wieder und die Skorpionsaison beginnt. Ihr habt dann beruflich einen richtig guten Lauf. Nur die Geburtstagskinder der letzten Waagetage könnten jetzt nochmal unter Druck geraten, aber vielleicht auch einen Durchbruch schaffen. Belohnt euch dann mit einer schönen Halloween-Party oder einer spirituellen Samhain-Feier. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr magischen Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Vor euch liegt ein toller neuer Monat, der viele kosmische Geschenke für euch bereithält. Gleich steigen wir hier tiefer ein, doch vorher wollte ich euch gerne noch auf meine aktuelle Aktion aufmerksam machen, die euch besonders interessieren dürfte, weil es um euren Herrscher Pluto geht. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Oktober beginnt für euch mit einer starken Phase. Liebesgöttin Venus steht in eurem Zeichen und macht es fast unmöglich, euch einen Wunsch abzuschlagen. Gleich am 2. Oktober haben wir den Neumond in eurem Nachbarhaus Waage, der dieses Mal als intensive Sonnenfinsternis auftritt. Bei euch aktiviert sie den Horoskopbereich für Träume und Spiritualität. Das bedeutet, ihr könnt rund um die Finsternis sehr intensive Träume oder auch Visionen haben. Die Finsternis ist wie ein Spiegel, der euch die Vergangenheit zeigt. Und so könntet ihr viel an früher denken oder an Menschen, die jetzt nicht mehr Teil eures Lebens sind. Wenn ihr schamanisch arbeitet, könnt ihr diese starke Energie sehr gut für ein Ritual nutzen und euch zum Beispiel mit der Kraft eurer Ahnen verbinden. Oder ihr nehmt euch einfach Zeit für eine Meditation und lauscht nach innen. Wenn etwas aus der Vergangenheit hochkommt, nehmt es liebevoll an und versucht nicht, es zu verdrängen. Wenn ihr den Monat über wichtige Termine vereinbaren wollt, zum Beispiel mit einem Geschäftspartner oder der Bank, dann solltet ihr, wenn möglich, die Zeit zwischen dem 13. und dem 18. Oktober dafür nutzen.
Eure Worte und eure Ausstrahlung wirken dann besonders stark. Auch Kundentermine oder Präsentationen würde ich an eurer Stelle in diese Woche legen, wenn ihr darauf Einfluss nehmen könnt. Die Monatsmitte ist auch sehr günstig, um sich zu verlieben. Singles, die auf der Suche sind, könnten direkt vom Liebesblitz getroffen werden, gerade wenn es um fremde Kulturen oder exotische Orte geht. Und auch die glücklich Liierten unter euch sollten auf ein Date mit ihrem Lieblingsmenschen gehen, zum Beispiel in den Botanischen Garten oder in ein tolles Restaurant. Es liegt auf jeden Fall Liebe und erotisches Knistern in der Luft. Passt nur auf, dass ihr nicht zu intensiv werdet, gerade wenn es um Eifersucht geht. Vertrauen in euch selbst und andere zu haben, ist eine eurer wichtigsten Lebensaufgaben. Feurig wird es dann am 17. Oktober, dann haben wir den Vollmond im temperamentvollen Widder und der eignet sich sehr gut, falls ihr ein neues Projekt starten wollt. Ein neues Fitnessprogramm zum Beispiel oder eine neue Ernährungsform, die fallen euch jetzt leicht. Auch Ausmisten wäre ein super Projekt, das geht euch auch gut von der Hand. Am 23. Oktober um genau 0.14 Uhr ist es dann soweit, die Sonne betritt euer Zeichen. Dann beginnt die magische Skorpionsaison. Ich hoffe, ihr plant eine schaurig schöne Geburtstagsfeier, am besten mit Halloween-Motto, oder ihr zelebriert ganz spirituell das mystische Samhain-Fest, je nachdem, wonach euch ist. Das letzte Oktoberdrittel ist auch eine super Phase für Geschäfte und Investitionen. Vielleicht bekommt ihr auch einen guten Tipp, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Zu Halloween wandert dann auch der Mond in den Skorpion und am 1. November habt ihr euren wichtigsten Neumond des Jahres in eurem Zeichen. Da solltet ihr hineinfeiern. In der Halloween-Nacht stehen dieses Jahr die Tore zum Jenseits besonders weit offen. Und für alle von euch, die ihre Ahnen zu Samhain ehren wollen, wird das dieses Jahr außergewöhnlich gut funktionieren. Ich bin mir sicher, das wird für euch eine magische Nacht. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr optimistischen Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Für euch ist es Anfang Oktober gut möglich, einen Seelenpartner in eurem Sportverein oder durch Kontakte in der Clique zu treffen. Und in der zweiten Monatshälfte steht ihr im kosmischen Scheinwerferlicht. Das schauen wir uns gleich genauer an, doch vorher wollte ich euch gerne noch auf meine aktuelle Aktion aufmerksam machen. Es geht um eure Zukunftsperspektiven. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der neue Monat beginnt für euch mit viel Fokus auf eurem Freundeskreis und soziale Aktivitäten. Vielleicht stehen viele Veranstaltungen in eurem Verein an oder ihr seid mit Geburtstagen gut durchgetaktet. Und gleich am 2. Oktober haben wir den Neumond im Beziehungszeichen Waage, der dieses Mal als mächtige Sonnenfinsternis auftritt. Das solltet ihr auf jeden Fall rot im Kalender anstreichen. Es ist gut möglich, dass jetzt jemand in euer Leben zurückkehrt, den ihr durch ein gemeinsames Hobby oder durch gleiche Interessen kennengelernt habt. Und diese Person könnte sich sogar als Seelenpartner entpuppen. Ein Mensch, mit dem ihr quasi sofort eine besondere Verbindung spürt. Das kann eine wunderbar romantische Verbindung sein, aber Seelenpartner können auch genauso gut Freunde oder Menschen sein, von denen wir viel lernen können. Wenn ihr euch in eurem sozialen Umfeld nach Veränderung sehnt, weil ihr vielleicht neue Kontakte knüpfen wollt, dann solltet ihr den Neumond auf jeden Fall dafür nutzen. Denkt darüber nach, welche Menschen ihr euch in eurem Leben wünschen würdet oder woran ihr euren Seelenpartner erkennen könnt und übergebt eure Wünsche ans Universum. Viele von uns haben ja am nächsten Tag frei und dafür bringt ihr dann vielleicht auch Zeit mit Freunden und neuen Bekannten. Ich bin gespannt, was ihr so erleben werdet. Mitte des Monats verändert sich dann die Dynamik in euren Beziehungen. Es ist eine super Zeit, um sich zu verlieben und der Himmel hängt dann voller Geigen. Passt mit eurer Euphorie aber ein bisschen auf und überstürzt nichts, besonders um den 17. Oktober herum.
Da haben wir nämlich den Vollmond im feurigen Widder, der euch energetisch und auch erotisch sehr aufputscht. Ihr seid in stürmischer Eroberungslaune, aber achtet auch auf die Bedürfnisse eures Gegenübers. Grundsätzlich steht dieser Vollmond für euch sehr günstig, nicht nur für die Liebe, sondern auch für eure Kreativität und Herzensprojekte. Und wenn ihr etwas Kreatives mit euren Kindern oder Enkeln veranstaltet, dann wird euer Herz vor Freude hüpfen. Am Tag des Vollmonds wandert Liebesgöttin Venus in euer Zeichen und das bedeutet, dass es in den nächsten Wochen fast unmöglich ist, euch etwas abzuschlagen. Fragen nach einem Date oder auch nach geschäftlichen Terminen würde ich an eurer Stelle in diese Phase legen. Ein besonders glückliches Händchen habt ihr in der Zeit zwischen dem 17. und dem 22. Oktober. In der Nacht auf den 23. wandert dann die Sonne in den tiefgründigen Skorpion und aktiviert damit euren Lebensbereich für Spiritualität und Träume. Es kann sein, dass ihr in den nächsten 4 Wochen wichtige Informationen durch einen Traum erhaltet. Es lohnt sich auf jeden Fall, Zettel und Stift neben das Bett zu legen. Darüber hinaus könntet ihr jetzt ein vermehrtes Bedürfnis nach Rückzug haben. Gönnt euch ausreichend Zeit für euch selbst und achtet auf die Signale, die euer Körper euch sendet. Am Ende des Monats können wir dann Halloween oder auch Samhain feiern und für euch ist das eine tolle Sache. Ihr habt viel Spaß daran, das Haus zu dekorieren und das Gruseln zu zelebrieren. Aber auch für alle, die schamanisch arbeiten, haben wir sehr günstige Sterne. Der Schleier zwischen den Welten, den zu durchschauen, fällt euch jetzt besonders leicht. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr tüchtigen Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Es ist mächtig viel los bei euch. Vor allem geht es um wichtige Entscheidungen in eurer Karriere oder auch bei eurer persönlichen Berufung. Auch Wandlungsplanet Pluto mischt mit. Wenn es in eurem Leben etwas zu transformieren gibt, dann habe ich hier einen wichtigen Tipp für euch. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die große Sonnenfinsternis am 2. Oktober ist zugleich ein Neumond und aktiviert euren Karrierebereich. Hier gibt es jetzt also bedeutende Entwicklungen und Veränderungen und die hängen mit Entscheidungen aus eurer Vergangenheit zusammen. Vielleicht greift ihr ein Thema nochmal auf, weil ihr nun endlich in der Position seid, es umzusetzen. Oder ihr begegnet im beruflichen Zusammenhang jemandem, mit dem ihr schon einmal zu tun hattet. Das kann sogar eine richtige Seelenpartnerschaft sein und ihr stellt fest, dass ihr gemeinsam eine ganz besondere Aufgabe habt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass daraus auch Liebe werden kann, falls ihr noch auf der Suche seid. Vielleicht erkennt ihr aber auch, dass ihr bisher nicht eurer wahren Berufung gefolgt seid. Dann wird es Zeit, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Es könnte zudem um eure berufliche Stellung als Frau gehen oder eine Aufgabe, die gesellschaftlich und politisch von Bedeutung ist. Jedenfalls solltet ihr diesen mächtigen Neumond nutzen, um über solche wichtigen Themen nachzudenken und eventuell auch ein Ritual durchzuführen. Damit könnt ihr euch die besonderen kosmischen Kräfte zunutze machen. Während der gesamten Waagesaison bleiben berufliche Themen euer Hauptaugenmerk und ihr könnt dort auch sehr erfolgreich sein. Doch nehmt bei all dem auf eure Familie und Wohnsituation Rücksicht. Vielleicht gibt es ein Familienmitglied, um das ihr euch kümmern müsst und das könnte ganz schön stressig werden. Besonders rund um den Vollmond am 17. Oktober steht ihr hier unter Druck, weil sich berufliche Vorhaben und familiäre Pflichten nicht so leicht unter einen Hut bringen lassen. Und womöglich gibt es auch noch Stress mit dem Partner, weil der findet, dass ihr nicht genug Zeit für ihn habt. Das kann durchaus auf eure Stimmung schlagen. Ich empfehle euch, die 90-Sekunden-Regel zu üben. Sie hilft euch, in Stresssituationen souverän zu bleiben und Streitigkeiten zu vermeiden. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.
Am besten, ihr bezieht eure Lieben mit ein und versucht gemeinsam Lösungen zu finden. Denn die Sterne unterstützen eure stabilen und verlässlichen Beziehungen. Auch gute Freunde sind jetzt für euch da und können euch vielleicht helfen, eine schwierige Situation zu entwirren. Dazu müsstet ihr euch allerdings mal durchringen, um Hilfe zu bitten, was euch ja tendenziell schwer fällt. Dabei könnte es jetzt gut funktionieren. Gut haben es alle Steinböcke, die frei und ungebunden sind, denn die Flirtsterne stehen, besonders rund um den Vollmond, außergewöhnlich gut. Wenn ihr keine heiklen Verpflichtungen habt, könnt ihr das ausgiebig genießen. Mit dem Beginn der Skorpionsaison am 23. Oktober legen sich viele Anspannungen wieder. Einige von euch spüren allerdings den Einfluss Plutos, der nun bis zum 19. November nochmal im Steinbock eure innere Stärke testet. Geht es vielleicht um eure Befugnisse und euren Einfluss? Versucht da etwa jemand, eure Position zu unterminieren? Oder seid ihr selbstständig und eure Mitarbeiter fallen aus und ihr müsst alles selber machen? Es kann anstrengend werden und ihr dürft zeigen, was ihr drauf habt. Möglicherweise wollt ihr euch auch aus gesundheitlichen Gründen von allem trennen, was überflüssig ist und viel Kraft kostet. Ende des Monats könnte es hier dicke Luft geben. Bevor ihr euch streitet oder eine überstürzte Entscheidung trefft, nehmt euch am besten frei und feiert Halloween oder zelebriert Samhain. Danach seht ihr die Sache schon mit anderen Augen. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Der neue Monat weckt eure Reiselust und euren Hunger nach neuen Eindrücken. Und wenn ihr dem nachgeht, kann es zu schicksalhaften Begegnungen kommen. Außerdem liegt in der zweiten Monatshälfte Liebe in der Luft. Und Transformator Pluto macht sich jetzt unaufhaltsam auf den Weg in euer Zeichen. Wenn ihr wissen wollt, wie Pluto eure Zukunft beeinflusst, dann habe ich hier noch einen tollen Tipp für euch. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Oktober stehen die Sterne über weite Strecken sehr positiv für euch. Eure Abenteuerlust ist geweckt und auch fremde Länder und exotische Orte ziehen euch jetzt an. Außerdem habt ihr viel Disziplin in eurem Sportprogramm und auch Anwendungen wie Sauna oder Spa wirken jetzt sehr günstig. Trotzdem ist da dieses Gefühl von Fernweh, das von dem Neumond gleich am 2. Oktober in der Waage noch verstärkt wird. Und das sogar besonders intensiv, weil der Neumond zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist. Im Idealfall seid ihr in der ersten Oktoberwoche wegen des Feiertags sowieso auf Reisen und könnt so eurem Bedürfnis nach neuen Eindrücken nachkommen. Bei Aktivitäten in eurer eigenen Stadt kann es jetzt gut sein, dass ihr auf jemanden trefft, den ihr schon kennt und der wieder in euer Leben zurückkehrt. Oder ihr geht in ein tolles neues Restaurant und lernt so Menschen kennen, die wichtig für euer Leben werden. Für Singles ist das natürlich besonders interessant, wenn ihr gerade auf der Suche seid, denn ihr könnt nun tatsächlich euren Seelenpartner finden. Für alle Liierten oder Happy Singles müssen Seelenpartner nicht automatisch eine romantische Komponente haben. Oft sind es auch die besten Freunde oder andere Menschen, die als Lehrer in unser Leben treten und fungieren. Wenn ihr wissen wollt, wohin eure nächste Reise und euer nächstes Abenteuer gehen soll, dann solltet ihr in einer Meditation zur Sonnenfinsternis die Sterne danach fragen. Mitte des Monats legt sich die Sehnsuchtsphase nach neuen Abenteuern langsam wieder. Der kosmische Fokus geht allmählich auf euren Beruf und eure Berufung. Allerdings haben wir erstmal noch eine super Phase, um sich zu verlieben und die Liebe auszuleben. Wenn ihr zu Beginn des Monats jemanden kennengelernt oder wiederentdeckt haben solltet, dann kann sich jetzt über gemeinsame Hobbys oder Interessen eine Bindung aufbauen. Aber auch grundsätzlich ist die Stimmung in euren Vereinen und Klicken jetzt sehr gut und es liegt viel Flirt in der Luft.
Am 17. Oktober haben wir dann den Vollmond im leidenschaftlichen Widder, der sich nach der Finsternissaison wie ein kosmischer Neuanfang anfühlt. Vielleicht kommt ihr jetzt auf die Idee, etwas Neues zu lernen, eine Sprache vielleicht. Solchen Impulsen solltet ihr auf jeden Fall nachkommen. Passt nur rund um den Vollmond mit der Art und Weise ein bisschen auf, wie ihr mit eurem Umfeld kommuniziert. Andere sind gedanklich vielleicht nicht so schnell wie ihr. Übt euch ein bisschen in Geduld. Am 23. Oktober wechselt die Sonne dann in den tiefgründigen Skorpion und aktiviert damit den Karriere- und Öffentlichkeitsbereich in eurem Horoskop. Für euch kann das eine sehr produktive, aber vielleicht auch stressige Phase sein. Weil es langsam auf den Jahresabschluss zugeht, können sich die Projekte jetzt leicht auf eurem Schreibtisch stapeln und ihr müsst Überstunden schieben. Ihr könnt das alternativ auch super für euch nutzen. Gebt eurem Ehrgeiz Raum, gerade wenn ihr euren Job gerne macht. Falls ihr jedoch mit eurem beruflichen Weg hadert, fordert euch das Universum auf, hier genauer hinzuschauen. Nutzt doch Halloween oder zelebriert ein spirituelles Samhain, um hier ein bisschen Abstand zu gewinnen, dann trefft ihr sicher die richtige Entscheidung. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr empathischen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ein wichtiger Monat erwartet euch, der eure Intuition aktiviert und euch auffordert, mutig zu sein und Altes hinter euch zu lassen. Aber auch Liebe liegt in der Luft und gerade im Büro könntet ihr direkt von Amors Pfeil getroffen werden. Gleich schauen wir uns das näher an, doch vorher wollte ich euch gern noch auf meine aktuelle Aktion aufmerksam machen, die wichtige Informationen für euren Freundeskreis, aber auch eure spirituellen Fähigkeiten beinhaltet. Starke Wandlungskräfte schickt uns der Kosmos im Oktober, nicht nur durch die Sonnenfinsternis, sondern auch durch den mächtigen Pluto. Habt ihr euren großen Pluto-Report schon? Er heißt »So transformierst du dein Leben« und darin erfahrt ihr, wie euch Pluto zur Selbstermächtigung und Erneuerung führt. Das große Pluto-Horoskop gilt für 3 Jahre, sodass ihr euch langfristig auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen könnt. Ihr erhaltet es jetzt mit 10% Rabatt und der Gutscheincode lautet Pluto10. Klickt einfach hier auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats geht es bei euch vermehrt um psychologische Themen und auch eure Intuition ist gestärkt. Ihr seid ja grundsätzlich sehr gut in der Lage, die Energie und die Stimmung anderer zu erspüren und diese Fähigkeit wird bis zum 22. Oktober noch mehr unterstützt als sonst. Den Höhepunkt der Energie haben wir direkt am 2. Oktober, wenn der Neumond in der Waage als intensive Sonnenfinsternis auftritt. Vertraut auf eure Intuition, die ist jetzt besonders klar und erlaubt euch, verletzlich zu sein und eure eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Die Energien können an dem Tag ziemlich stark wirken und für euch ist es wichtig, dass ihr euch Zeit und den Raum nehmt, um die Kräfte auszubalancieren. Meditation und Rückzug tun euch nun sehr gut und weil wir ja auch einen Feiertag am 3. Oktober haben, könnt ihr euch möglicherweise ein bisschen mehr Stille gönnen. Die Finsternis fordert euch auf, Altes loszulassen und euch mutig auf neue Wege einzulassen. Rund um den Neumond könnten alte Muster, Ängste oder ungelöste Themen aus der Vergangenheit an die Oberfläche kommen, um endlich geheilt zu werden. Schreibt nun alles auf, was sich euch zeigt. Seid besonders liebevoll zu euch selbst und nehmt alles an, was zum Vorschein kommt. Bis zum 17. Oktober habt ihr wunderschöne Liebessterne. Genau zur Monatsmitte hin bauen sich regelrechte Energiefelder auf, die zum Verlieben einladen und die Liebe selbst stärken. Ihr habt gleich mehrere Orte, wo Amor mit seinen Pfeilen auf euch wartet. Zum Beispiel ein kreativer Workshop, aber auch der Arbeitsplatz sind jetzt potenzielle Flirtbereiche. Vor allem, wenn ihr Single und gerade auf der Suche seid, solltet ihr da mal die Augen offen halten. Aber auch die Liierten unter euch werden von der verliebten Energie mit ihrem Schatz profitieren. Wie ein kosmischer Reset nach der Finsternissaison fühlt sich dann der Vollmond am 17. Oktober im feurigen Widder an. Hier geht es bei euch um eure Finanzen und euren Selbstwert. Vielleicht nutzt ihr die Energie und kümmert euch endlich um euren Sparplan oder überlegt, wo ihr investieren könntet. Wenn ihr da was für euch tut, wirkt sich das auch positiv auf euren Selbstwert aus.
Wenn euch das interessiert, kann ich euch den Service von meinem Mann, dem amerikanischen Finanzastrologen Ray Merriman, nur wärmstens empfehlen. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Am 23. Oktober wandert die Sonne in den tiefgründigen Skorpion und steht hier die nächsten Wochen sehr günstig für euch. Ihr wollt jetzt reisen und euren Horizont erweitern. Vielleicht habt ihr im Idealfall für November sowieso eine Urlaubsreise gebucht und kommt diesem Wunsch ganz intuitiv nach. Aber auch in der eigenen Stadt könnt ihr immer wieder etwas Neues entdecken. Wenn man nur einmal eine Stadtführung macht und die Touristenbrille aufsetzt, merkt man schnell, wie wenig man eigentlich über seinen eigenen Ort weiß. Gerade zu Halloween geben sich die Städte ja auch immer viel Mühe mit speziellen Aktionen. Ihr findet bestimmt was schaurig Schönes zum Gruseln. Alternativ könnt ihr natürlich ein wunderbar spirituelles Samhain-Fest zelebrieren. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Zum Schluss habe ich hier noch ein paar Neuigkeiten und Serviceangebote für euch. Wenn ihr euch in den Sternzeichenhoroskopen gar nicht wiederfindet, dann empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn die sind auf eure Geburtsdaten zugeschnitten und erlauben einen tieferen Einblick in euer persönliches Horoskop. Und wenn ihr in aller Ruhe eure Herzensprojekte oder auch Sorgen und Nöte und die kosmischen Aussichten mit mir besprechen wollt, dann könnt ihr natürlich auch eine persönliche Beratung buchen. Die Links zu allen Horoskopen und Beratungen findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Am 1. Oktober habe ich einen Livestream geplant, in dem wir nochmal extra auf die Sonnenfinsternis eingehen wollen. Und es gibt ein paar Neuigkeiten, die ich euch mitteilen möchte. Seid also am 1. Oktober um 21 Uhr dabei, wenn wir gemeinsam live gehen. Und im Livestream gibt es auch wieder ein tolles Gewinnspiel. Dazu könnt ihr euch jetzt schon mal anmelden. Und den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und den Shownotes. Kennt ihr schon meine Wochenhoroskope? Da gehe ich jede Woche ausführlich auf alle Konstellationen und Zeichenwechsel ein, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, welche kosmische Schwingung in der Luft liegt. Schaut doch da unbedingt auch mal rein. Am besten, ihr abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das Kanalabo braucht ihr auch, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und da könnt ihr dieses Mal eine persönliche Jahresvorschau gewinnen. Und noch eine klitzekleine Bedingung gibt es. Postet mir bitte hier einen netten Kommentar und berichtet mir gern, wie die Konstellationen auf euch wirken. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und vergesst auch nicht das Glöckchen für die Benachrichtigungen. Empfehlen möchte ich euch noch mein aktuelles Wochenhoroskop und schaut auch gern nochmal in meine Specials über Jupiter in den Zwillingen und Pluto im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.